Yes, yes, Freunde, was geht ab? Willkommen auf dem Roos World Kanal. Wir sind gerade hier auf Palma de Mallorca. Freunde, ja, hier in Spanien ist auch Maskenpflicht und zwar durchgehend. Obwohl wir haben Tests gehabt, ihr wisst alles, wir sind schon mittlerweile geimpft, egal. Schaut mal, was ich mache, könnt ihr das sehen? Langenscheid, Jugendwort des Jahres. Ich werde den Link mal nachher im Video droppen, unter dem Video. Wir werden jetzt darauf abgehen, ihr wisst. Wir müssen versuchen, dass Jugendwort des Jahres Boosnitch wird. Boosnitch, das ist ein Wort, für die es nicht kennen. Das sagt man zu einem Kumpel, der ein bisschen Story erzählt. So ein bisschen. Dann sagt man, hey, von wegen, du warst gestern Disco und hast zwei Frauen geklärt. Boosnitch. So, das, ihr wisst, es ist so humorvoll gemeint und natürlich nur verbal auch gemeint. Boosnitch. Wir sind gerade gelandet, wir sind auf dem Weg zur Villa. Genau, wir haben eine Villa am Start, da drehen wir Videos, beziehungsweise Sinan dreht da einen Videoclip oder zwei. Wir haben das natürlich, wie das halt so ist, man mischt Arbeit mit bisschen Vergnügen. Wir haben uns da reingesneakt und da sind wir jetzt auf dem Weg und zeigen euch die Villa, wo wir die nächsten Tage, ja, es wird so eine quasi Roomtour von der Villa, wo wir die nächsten Tage wohnen. Geht ab. Freunde, Sinan hat es gemietet, die drehen Video und wir sneaken uns hier rein und für euch so ein bisschen Roomtour, ein bisschen Content über die Tage, wo es eh nur EM gibt. Also, pass auf, dass du die Adresse nicht leakst, will nicht Pop Smoke-mäßigen Überfall hier haben. Wir können ja so direkt rein oder einmal rum? Ja, komm, zeig mal, es geht halt einmal rum komplett, zum Pool auch und einmal da ist Parkplatz und dahinter ist Basketballplatz, aber wir zeigen mal einmal so. Achtung, es wird ein bisschen dunkel. Weiß nicht, ob du Automation drin hast. Mhm. So, das Wohnzimmer. Nachher musst du ein paar Leute ausblören. Freunde, wir haben viele Leute, die keinen Bock haben, die ihre Privatsphäre haben wollen, ist ja klar. Die blören wir. Oder auch nicht. Hier ist das Wohnzimmer. Da ist natürlich, da siehst du hier Videoregister, hier wird gearbeitet. Ist ja klar. Hier, wenn ihr vorhin eine Aufnahme gesehen habt, dann haben wir das damit gemacht. Aber ey, komm, wir gehen mal kurz raus. Also, das musst du nachher blören, ne? Aber das ist der Pool, hier hängen die Leute ab. Zeig nicht so viel, die Leute wollen ihre Privatsphäre. Also so, zeig mal vielleicht einmal ein Gesicht von hier. Ich weiß, voll die Kack-Roomtour, ne? Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus. Wir können jetzt einmal, von mir aus, einmal rumgehen. So. Das mag, Champagner mag, so wie geht's? Champagner mag. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Ich bin Marc de Champagne. Wir sind hier auf Palma. Wir drehen ein mieses Video zu der neuen Sinan G-Single, die heißen wird Ausgang. Wir haben richtig fette Sachen gemietet, Motorräder. Wir sind richtig in der City unterwegs. Wird ein richtig geiles Video. Checkt einfach den nächsten Song ab. Cheers. Everybody here. Ich liebe die Küche. Das ist eine richtig geile Küche. Wenn du hier kochst, hast du deine Ruhe. Die bewegen sich hier. Ach, was erzähle ich euch? Leute, eine Riesenküche mit mehreren Eingängen, Bombe. Hier ist ein spanischer Hausmeister. Perdona, esa mülle Aymer, isa wegbringen. Ey, tatsächlich muss ich sagen, ey, die Truppe hier, so chaotisch wie die ist, sind die viel ordentlicher als ich dachte. Jeden Abend räumen die richtig einmal auf. Außer er. Das ist unser Friseur, deswegen sehen wir alle so gut aus. Er hat extra mitgenommen. Ja, Gästeblo. Ich meine nur, ey, eigentlich voll dumm, wir promoten hier so einen Laden, wenn ihr gar nicht gehört. Aber einfach nur, damit ihr seht, ey, das ist eine geile Location. Ey, wenn ihr Airbnb macht, kommt einfach hier, guckt ihr das an. Ey, überall kannst du Videos schneiden, deine Ruhe haben, schlafen. Hier ist, glaube ich, Sinans Bereich mit begehbaren Filmen. Der Sinan hat sich direkt niedergelassen. Hier ist der Bereich. Da ist wieder der Ausgang, also da standen wir vorhin. Aber jetzt gehen wir mal in die nächsten Etagen, komm. Ist ein bisschen langweilig so eine Roomtour, oder? Oder geht? Komm.
wir könnten auch unten gehen, also Spielzimmer und so. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Wir können mal kurz runtergehen, weil ich das einmal. Ey, hier sind so viele Schlafzimmerfreunde, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht teilweise, wo die Leute sind, ja? Guck mal, zum Beispiel hier ist das Schlafzimmer. Ey, da pennt noch einer. Ey, wer ist das? Ey, hallo, für mich war nicht. Ey, da pennt noch einer. Lass mal, komm. Komm. Also hier pennen auch Leute gerade, ich lasse es nur zu. Guck mal hier. Hier bist du noch. Ey, ja. Hier trainiere ich immer. Guck mal hier. Also ein bisschen Aufenthalt. So halt, ne? Ein bisschen so. Ehrlich gesagt, ich war noch nie hier unten. Einmal nur zum Gucken. Es ist unglaublich big, ey. Was ich überlege ist, einzelne Villa zu connecten, ne? Einzelne Villa zu kaufen oder zu mieten und dann Airbnb und das selbst zu gestalten und dann euch alle die Möglichkeit zu geben, sozusagen auf Airbnb-Basis in meine Hut zu kommen. Aber diese Villa hier ist monsterteuer. Ich hab mal geguckt, was sowas kostet hier. Unglaublich teuer. So, Freunde, ich muss gleich um 17 Uhr streamen. Ihr habt mitbekommen, in Deutschland ist gerade Hölle los, Alter. Aber ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Urlaub-Content machen, aber ich muss doch noch ernsten Content machen. Na, hier sind ein paar Graffitis von mir. Ja, was soll ich sagen? Also da, hier ist ein geiler Look, guck mal. Hier werden viele Bücher gelesen teilweise. Ne? Man muss Abitur nachholen. Von hier oben, ist auch nice. So nice View, so von hier oben. So. Echt nice, Alter. Hat Spaß. So, hier ist ein Zimmer. Ja, ich weiß nicht, was der da macht, aber ey, warst du kacken gerade? Nein. Das stinkt nämlich. Er hat lange gebraucht. Hier ist, glaube ich, Memos Zimmer. Das ist der Marc Champagner. Was macht Marc Champagner in Memos Zimmer? So, Memo, mein Name ist Memo Finnes. Ich bin professioneller Poolreiniger, wie man hier sieht. Extra eingeflogen worden nach Spanien von Sinan, G, mein Bruder. Ja, das Wetter ist heute leider nicht so geil. Aber die letzten Tage war es richtig, richtig heiß. Und ja, wir haben Spaß, Gott sei Dank. Das Leben kommt wieder zurück. Viel gedreht, viel fotografiert, viel Material gesammelt. Und genießen jetzt noch die letzten Tage, die wir hier sind. Ihr seid noch ein bisschen länger da, ne? Wo sind alle? Daher schmeiß ich dich jetzt ins Wasser. Es ist wirklich, muss ich sagen, eine sehr schöne Villa. Es ist wirklich wunderschön. Und direkt da, seht ihr das, hinter dieser weißen Villa, die wirklich auch sehr sexy aussieht, ist auch schon das Meer, ne? Da ist Cliff, 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 alles. Und ja, ihr braucht euch das nicht zu fragen, klar haben sich die Nachbarn schon beschwert. So, dann gibt es hier noch ein schönes Zimmer. Auch, wohlgemerkt, jedes Zimmer hat sein Badezimmer. Das ist auch wirklich krass. Ey, diese Villa ist wirklich gemacht für Airbnb eigentlich. Für viele Menschen als Besuch. Also, wer will hier alleine wohnen? Alleine kriegst du ja hier, also, ne, hier der Ausblick ist genau dasselbe. Ist hier, und hier ist halt was sehr Modernes, haben wir mitgebracht. Weil, wenn wir die Bushido-Box haben, und da hat ja eine DVD drin, brauchen wir natürlich so Oldschool-Elemente, damit wir die DVD auch überhaupt angucken können. Ne? Klar, der Opa kennt sich halt nur mit Opa mit Sachen aus. So, langer Flur. Jetzt noch was Besonderes an dieser. Ey, diese Villa ist so groß, Digga. Dach, russisch für Schutz. Komm, kommen Sie, guck's dir an. Wir waren ja, also wer im Livestream bei mir dabei war, hat es ja eh wahrscheinlich schon gesehen. Schau mal, wie schön das ist. Schau mal da hinten. Nice. Ach so, dann gehen wir dann bist du da. Freunde, ja, lass uns jetzt nochmal zum Videodreh gehen. Das sind dann die drehen ja jetzt Video. Wir machen da noch ein paar Schnittbilder, dann habt ihr ein schönes Video auf YouTube. Immer am Start, egal was ist. Ne, ihr wisst, hört mich auf die ganze scheiß Laberei. Wir ficken alle. Gebt Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir stürfen alles ab. Ihr wisst Bescheid. Stürf, bau! Yes, yes, Freunde, was geht ab? Willkommen auf dem Roos World Kanal. Wir sind
gerade hier auf Palma de Mallorca. Ihr seht schon, ich habe Fashion studiert. Alles schwarz, außer die Socken sind weiß. Warum mache ich das? Wegen den Tanzmoves natürlich, Friends. Auf jeden Fall, Freunde, ich bin hier, weil ich ein Video drehe. Mein neuer Song, Ausgang, ist ein Sommerding. Ihr wisst, ich will auch auf diese TikTok-Schiene gehen. Langsam muss viral gehen, die Scheiße. 100, 200 Millionen Streams auf dem Song. Was da los? Ja. Komm mal kurz hier. Schau dir mal die Aussicht an. Was fällt euch ganz schnell auf, Friends, wenn ihr weiter nach rechts schwenkt? Richtig. Models. Überall Models. Egal, wo wir hinschauen, es sind Models. Präsenz, Freunde, ist ja wohl klar, wenn wir Urlaub machen, 100 Models. Ist, man sieht jetzt aber nur eine, weil die anderen sind alle einkaufen. Wenn ich schon nicht mehr so harten Sachen mache, wie kann ich das aber verbinden, dass dieser Sommersong trotzdem hart ist? Genau, es geht, dreht sich wieder um Knast. Aber in Sommervariante. Der Song heißt Ausgang. Ihr wisst, an alle meine Ausgänger da draußen, ihr wisst, wenn ihr einen Tag nur habt, wenn ihr raus dürft, was macht ihr? Richtig, Partytime. Auf jeden Fall checkt den Google-Kanal ab. Hier geht's immer heiß her, ihr wisst, muss nicht, motherfuck. Und ja, Palma ist geil, kann man nichts gegen sagen, Friends. Ich wäre auch gerne nach Dubai geflogen, hatte Einreiseverbot leider. Aber am Ende durfte ich dann nochmal nach Spanien wieder. Ihr wisst Bescheid, Stiffy Stiff. Bang. Echte Patronen, keine Gaswaffen. Geld stapeln so hoch wie die Strafakten. Immer weiter, bis die Rosen durchs Grab wachsen. Geben alles bis zum Tod, nicht nachmachen. Du sagst, du fickst meine Vorfahren, ja? Doch wenn wir vorfahren, steigen Mordraten, sitz im Sportwagen und fick jedes deiner Signings, du Nuttensohn, mach sie zu Korknaben.